Hallo meine Lieben, hier ist Nina von Kartenstoff und wir schauen uns heute wieder die männliche Seite der Seelenpartnerschaften an. Wir machen das ja im wöchentlichen Wechsel. Einmal die weibliche Seite, einmal die männliche Seite und so weiter und so fort. Hier habe ich schon einmal die Hauptenergie. Es sind die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe, da gehe ich gleich weiter drauf ein. Ich sage erstmal was zur Legung. Ich lege ein bestimmtes Lego-Muster und differenziere das ein bisschen aus, wo du gerade stehst, wo du dich befindest. Werde im Anschluss noch eine Karte für die Beziehungsenergie zwischen euch ziehen. Auf die werde ich in der erweiterten Legung weiter eingehen. In der erweiterten Legung werde ich dann auch noch eine Seite zu dir legen und eine Seite zu deinem Gegenüber in der Beziehung. Da werden wir sehen, welche Prozesse, welche Heilungsthemen, welche emotionalen Themen sind gerade bei euch beiden in dieser Beziehung dran, die auch mit der Beziehung was zu tun haben, aber schon auch noch von woanders herrühren können, aber die jetzt einfach präsent im Beziehungsgeschehen sind. Genau, den Link zur erweiterten Legung findest du in der Infobox. Da findest du auch meinen PayPal-Me-Spendenlink. Wenn du mir für meine Arbeit etwas zukommen lassen möchtest, in der erweiterten Legung ziehe ich dann nicht nur die Beziehungsenergie für jetzt, sondern auch noch einen kleinen Ausblick, wohin entwickelt sich das Ganze und eine Botschaft von der einen Seele an die andere. Eine kleine Mini-Botschaft. Aber jetzt kommen wir erstmal zu deiner Legung. Für dich ist es wichtig, ich sage es immer wieder und es ist ganz, ganz wichtig, schau, ob du mit der Legung resonierst. Wenn du das Gefühl hast, auf welche Art und Weise auch immer du das wahrnimmst, dass du mit einer Legung resonierst, schau, ob das zutrifft. Wenn das zutrifft, ist es deins. Wenn das nicht zutrifft, ist es nicht deins. Dann macht auch die weiterführende Legung keinen Sinn. Logischerweise. So, und jetzt fangen wir aber an. Lange Vorrede und wir starten mit den drei der Stäben. Die drei der Stäbe, von der Grundbedeutung her, ist das ein Weg, den man schon eingeschlagen hat. Man pendelt nicht mehr zwischen zwei Möglichkeiten hin und her, sondern sagt nein. Es geht jetzt in eine bestimmte Richtung weiter. Man sieht auch ein bisschen, wahrscheinlich eher noch vage, aber man sieht schon ein bisschen, was auf einen zukommt und wo man hin will. Und bei den drei der Stäben von dir, sich gerade noch mal in mein Gefühl dafür rein spüren. Es ist irgendeine Klarheit. Ich glaube nicht, dass du schon richtig weit gucken kannst mit dieser Klarheit. Das fühlt sich nicht so an. Aber es ist so, so ist es und so ist es. Ich weiß zwar noch nicht richtig, wie es weitergeht, aber so ist es. Und da ist die Entscheidung für einen bestimmten Weg in diesem Aspekt, den wir hier beleuchten. So. Eine Energie, die zu dieser Hauptenergie der Legung dazukommt, das kann die Energie verstärken oder eine Herausforderung darstellen. Und zwar haben wir die Vier der Stäbe. Vier der Stäbe kann für ein schönes Miteinander mit jemandem stehen, kann auch mal für ein Etappenziel stehen. Werde ich gleich noch mehr zu sagen. Wir schauen jetzt erstmal weiter. Habe ich gerade noch nicht ganz klar, aber das zeigt sich im Laufe der Legung. Ich lege auch erst mit dem Tarot komplett aus und kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand. Jetzt kommen wir zu der Energie, die bei dir gerade am präsentesten ist. Und zwar haben wir Justice. Hier haben wir einen Ausgleich, die Gerechtigkeit, einen Ausgleich, ein gerade ziehen und das passt total, reiht sich natürlich ein, aber reiht sich eben auch ein in diese Energie der drei der Stäbe, wo ich dieses Klarheitsgefühl drüber habe. Und hier haben wir das auf der Position der präsenten Energie, die dann irgendwann schwindet und wo dann eine neue Energie präsent wird oder was Neues, wo man sich gerade eine neue Situation, in der man sich drin befindet. Aber hier haben wir ganz viel aufgrund dieser Klarheit, die man spürt, aufgrund dieser Klarheit, die du spürst,
rückst du was unglaublich gerade, was ich vom Gefühl her unglaublich im Ungleichgewicht war. Ich habe hier auch das Gefühl, das wird jetzt auch stärker, mein Gefühl hierzu, dass du einfach weißt, mit wem du wie dein Leben führen willst. Ich glaube nicht, dass du das schon tust. Es fühlt sich wie eine Übergangsphase von einem ins andere an. Genau. Jetzt ziehe ich mal die Energie, die im Kommen ist. Und da haben wir die 6 der Kelche. 6 der Kelche ist eine Karte, die kann für den Seelenpartner stehen. Die kann aber auch für etwas aus der Vergangenheit stehen, was wiederkommt oder womit man gerade beschäftigt ist. Da wir hier eine Seelenpartnerlegung haben, könnte das Sinn machen, dass das was damit zu tun hat. Aber das werden wir noch mehr sehen. Welche Energie geht gerade bei dir? Was ist am Abklingen? Die Liebenden. Die Liebenden ist eine Karte, die von der Grundbedeutung her sich entweder um die Liebenden tatsächlich, um das Pärchen drehen kann, hieß aber früher auch The Choice, also die Wahl bzw. die Entscheidung, und deutet auf eine Entscheidung hin, die man aus vollem Herzen und dem vollen Sein raus, also nicht nur dem Herzen, sondern aus seinem vollen Sein raus, die man komplett treffen konnte. Ne? Eine Entscheidung trifft sich ja nicht einfach so. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt eine Entscheidung treffen und dann kann ich die Entscheidung treffen, sondern eine Entscheidung wächst organisch. Und hier hatte man, kann es sein, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Es kann auch sein, dass es beides betrifft. Sowohl die Liebenden als auch eine Entscheidung, wenn man da eben eine Wahl für sich getroffen hat. Was für mich, hier kommt eine ganz große Fülle bei mir mit. Und ohne dies ist dies gar nicht möglich. Man musste eine Entscheidung getroffen haben für eine bestimmte Sache. Wahrscheinlich hast du dich in der Beziehung zu deinem Seelenpartner neu orientiert. Beziehungsweise ist da was gewachsen, wo du irgendwo ein Ja sagen konntest, in dem Aspekt, den wir hier liegen haben. So, jetzt schauen wir erstmal auf deine bewusste Ebene. Da haben wir die Königin der Münzen. Und es wollte eine andere Karte noch mitkommen. Ich lege die auch mit hin. Und die Hohepriesterin. Also, die Königin der Münzen von der Grundbedeutung her es kann für eine Frau stehen, beziehungsweise eine weibliche Energie, kann auch Teilaspekt der männlichen Energie sein, ist jemand, der sehr gut in seinen Werten verankert ist, gut in sich angebunden ist, gut in seinem Selbstwert steht, gut geerdet ist auch. Und da, wenn man raus aus dem Kopf ist und wirklich rein in das Gefühl reinrutscht, in das Sein, in das Geerdetsein, in den Selbstwert auch, dann wird der Kopf ganz frei und dann hat man auch gar keine Fragen mehr. Und das ist von der Grundbedeutung her auch ein Zustand, der kann ein Zustand der Königin der Münzen sein. Die Hohepriesterin ist eine sehr intuitive Energie. Hier ist dieses Ja, was ich auch hier spüre, also dieses Ja, ich habe mich entschieden, ja, ich habe diese Klarheit. Und jetzt muss ich noch mal dazu sagen, es kann sein, dass sich das für dich sehr allumfassend anfühlt. Es kann sein, dass das ein bestimmter Teilaspekt ist. Es ist, wir bestehen ja eh aus vielen Aspekten quasi, ne, aus vielen Teilen. Und es kann sein, dass das jetzt einen Teilaspekt bei dir darstellt. Das im Prinzip sowieso. Es kann aber auch sein, dass sich das sehr allumfassend bei dir darstellt oder dass du in einem bestimmten Teil hier für dich Klarheit gekriegt hast, der für dich aber auch elementar wichtig ist. Und einen langen Reifeprozess, glaube ich, auch mit sich gebracht hat. Wir haben hier eine andere Energie liegen, die ist, fühlt sich sehr zart an.
ganz zart und ganz viel Weichheit, ganz viel Liebe, aber ich glaube auch, was von deiner Seite aus mit rüberkommt. Ja, wunderschön, um es mal ganz wertend zu sagen. Fühlt sich sehr, sehr, sehr schön an. Okay. Was ist unbewusst los? Was ist auf deiner unbewussten Ebene los? Hier haben wir ein mit den 6 der Schwertern ein Umdenken, ein Überschiffen, ein Ufer verlassen, zum anderen hinsteuern. Hier merkst du, da finden Veränderungen, ziemlich starke Veränderungen in dir statt. Ja, eine Karte als ganz kleinen Ausblick, tendenziell potenziell mögliche Weiterentwicklung. Hier haben wir das Ass der Schwerter für Klarheit bzw. eine Entscheidung, die auch rational getroffen wird. Und jetzt schaue ich mal, was ist auf der Heilungsebene bei dir los? Der König der Kelche. König der Kelche ist jemand, der in sich sehr emotional ist, das nicht unbedingt nach außen gibt, aber das fühlt sich hier, es fühlt sich hier sehr voll und klar an. Und wir haben mit der Heilungsebene nochmal eine tiefere Ebene als in Anführungsstrichen nur die emotionale Ebene. Natürlich ist das eine emotionale Ebene, aber wenn wir so an unsere Emotionen denken, die wir fühlen und die wir haben, dann sind diese Heilungsthemen, die hier und für euch beide auch noch in der erweiterten Legung gelegt werden, jeweils mit 2 Tarotkarten dann auch, haben wir da nochmal so die ganz tiefen Knaller sitzen, die, wenn die sich lösen, sich das ganze Leben auch umdrehen kann. Also haben wir hier einen ganz, ganz, ganz wunderschönen emotionalen Menschen, der einfach strahlen will. Der einfach strahlen will, der sich nicht unterdrücken lassen will, der seine Emotionen nicht in den Schatten stellen will, der einfach sein will und der sein Recht verspürt, seine Gefühle auch nach außen zu bringen. Das ist mein Grundgefühl, das ist mein Gefühl zu der Karte. Ist auch spannend, vom Grund her bedeutet die Karte eigentlich jemanden, der das nicht so nach außen bringt, aber hier haben wir jemanden, der total stark in sich ist und jetzt auch sagt, so, ich möchte das Ganze jetzt auch nach außen strahlen. Das als deine Heilungsebene. Und jetzt, warte mal, ziehe ich mal 2 Karten zu den 6 der Kelchen. Das haben wir hier. Da haben wir die Karte, dass jemand, das kann sich um Seelenpartner drehen, kann aber auch etwas aus der Vergangenheit sein, was wiederkommt. Hier haben wir einmal den Klee und hier haben wir den Reiter. Der Klee steht für das Glück, kann mal für das kleine materielle Glück auch stehen. Das kommt dann immer darauf an, was für einen Impuls man dazu hat, welche Dings da reinkommt. Hier haben wir ein Glück, was weitergelebt werden will. Was wieder in Fahrt kommen will, was wieder aufgenommen werden will. Ich lege jetzt noch mal 2 Karten zu den Liebenden. 2 Karten zu den Liebenden. Da haben wir einmal den Ring für die Beziehung. Und wir haben mit dem Bären einen gereiften Zustand. Und der steht hier für dich. Du bist in dieser Beziehung, in dieser Form der Beziehung gereift. Du hast schon mal jemanden kennengelernt. Das liegt jetzt sehr nah in dieser Form der Legung, dass es dein Gegenüber ist. Und das kommt wieder. Das möchte hier auch neuen Schwung
erfahren, das möchte neuen Schwung erleben. Das ist nichts, was komplett abgeschlossen war, sondern das ist was, was in dir ziemlich stark gearbeitet hat. Und du hast hier dich für diese Sache entschieden. Du bist gereift in dieser Angelegenheit mit euch, in dieser Beziehung mit euch. Ne? Der Bär steht für einen gereiften Zustand, kann für einen älteren Mann stehen, der im Grunde genommen auch für einen gereiften Mann steht. Und du bist ziemlich, ziemlich stark gereift. Und das hat alles hier schon stattgefunden. Du hast deine Wahl schon getroffen. Deswegen hast du auch eine Klarheit. Deswegen weißt du, wie du mit jemandem zusammenleben willst. Und sie ist schon ganz stark in deinem Kopf drin. Sie ist hier, liegt ziemlich stark, oder die weibliche Energie, sagen wir es mal so. Ne? Ihr müsst ja, manche sind ja auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, da müsst ihr ein bisschen schauen. Sie ist schon ganz präsent bei dir und in deinem Kopf. Und es gilt jetzt, und das ist gerade dein Ding, noch etwas in dem Umfeld, in dem du gerade bist, oder in der Situation, wo du gerade bist, möchte noch was gerade gezogen werden. So, es ist so, wie es ist, was verschoben fühlt sich das an. Und dieses, also es ist irgendwie verschoben. Und dieses Verschobene macht und dann ist gerade. Und das ist dieser Prozess, der hier stattfindet. Und damit ist ganz viel Kladderadatsch abgeschlossen und das hier kann wieder Fahrt aufnehmen. Ja? So, meine Lieben, ich ziehe eine Karte für die Energie zwischen euch. Da fallen zwei Karten. Hier haben wir einmal die drei der Schwerter für verletzte Gefühle und hier haben wir den Buben der Schwerter für einen Zustand, in dem man sich etwas aus der Distanz anschaut. Ich gehe jetzt in die weiterführende Legung, werde eine Seite für dich legen mit deiner bewussten, emotionalen und auch Heilungsebene in der Beziehung und für dein Gegenüber auch in der bewussten Heilungsebene und der Beziehung. Eine Karte als Ausblick noch ziehen, das ist die momentane Energie, noch eine als Ausblick und eine Mini-Botschaft von der einen Seele an die andere ziehen. So, und damit verabschiede ich mich. Ich freue mich, dass du bis hier zugeguckt hast. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, das hilft mir immer sehr. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns gleich wiedersehen oder in einem meiner anderen Videos. Bis dann!